Herr Stefan Kunz, da hat der ein oder andere nicht schlecht gestaunt. Drittes Spiel Ihrer neuen Mannschaft und dann gleich gegen Spanien. Wie bereit ist Ihr Team? Ja, die Frage kann ich natürlich nach dem Spiel besser beantworten. Aber das war der Grund, warum wir uns das Spiel ausgesucht haben. Dass man relativ früh in dieser zweijährigen Entwicklung bis zur EM hin, hoffentlich, dass man dann sich mal mit den Besten messen kann, um zu sehen, wo wir stehen. Wenn man auf den gestrigen Kader von Jogi Löw, auf die A-Nationalmannschaft schaut, dann sieht man 6 Jungs, mit denen Sie im Sommer Vize-Europameister geworden sind. Das macht Sie unheimlich stolz. Sie haben, glaube ich, auch alle 6 angerufen. Und ist das nicht auch das größte Lob, was Ihr Trainerteam bekommen kann? Ja klar, das größte Lob ist es für die Jungs, weil die haben sich super entwickelt. Auch die Arbeit in den Vereinen ist überragend. Und sie haben halt diese Bühne im Sommer genutzt, wussten, dass es darauf ankommt, sich zu empfehlen in der Nationalmannschaft und das letztendlich ihr verdient. Ich habe gestern die Möglichkeit gehabt, mit den Spielern hier zu sprechen. Und als ich gesagt habe, das ist heute ein Testspiel gegen Spanien, da haben sich alle gegen gewehrt. Haben Sie Ihnen das ein bisschen eingeimpft, weil da auch noch eine Rechnung offen ist gegen die Spanier? Nee, es ist ja wieder praktisch fast ein ganz anderer Jahrgang. Es sind gar keine vom Finale, außer Olmo, die gegeneinander spielen könnten jetzt von Anfang an. Deswegen kann man das nicht mit dem Finale vergleichen. Wird es trotzdem vielleicht in Ihrer Ansprache gleich nochmal ein Plätzchen finden, das verlorene Finale? Nee, weil ich denke, es geht uns heute um andere Sachen. Aber Sie können sicher sein, es wird schon noch Sachen geben, dass wir extrem engagiert gegen Spanien spielen werden. Dann wünschen wir viel Erfolg. Danke, Stefan Kunz. Und wir gehen zurück zu euch, Christian.